Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie schon gesagt, die Ablöse im Moment für Crysis 2, was wir jetzt vor wenigen Tagen durchgespielt haben. Ja, es ist Wolfenstein geworden. Ich denke mal einfach nur, weil es gerade halt online kam. Ich habe den Trailer gesehen, schon auf der Gamescom, und habe dann halt, wo das Spiel endlich zur Vorbestellung raus war, mir gedacht, sah gut aus, das muss ich doch mal machen. Das jetzt gerade halt passte zeitlich, dass Crysis so gut wie durch war und ich dann jetzt anfangen konnte. Nach diversen Hardware-Problemen habe ich mir gedacht, ich mach's dann jetzt mal. Und ja, ich rede mal gar nicht viel um den heißen Brei rum und starte dann erstmal. Ja, mach, lade. Ich muss zugeben, ich habe es schon mal kurz angetestet, so die ersten 10 Minuten. Alleine schon wegen den erwähnten Grafikproblemen und Hardware-Problemen, die ich hatte. Da musste ich noch einiges ändern. Ich guck gerade nur, ob alles funktioniert. Die Maus ist übrigens in dem Menü so gut wie nicht zu gebrauchen. Sieht ganz gut aus, alles klar. Ich hoffe, man hört mich auch vernünftig. Dann würde ich mal sagen, wir starten natürlich neu und nicht mein angetestetes Spiel. Und ganz ehrlich, ich traue mich nicht, den Hardcore-Modus hier zu spielen, Extreme. Das mache ich auf jeden Fall nicht, aber wir können kurz davor gerne mal einsteigen. Ich hoffe mal, ich werde es nicht irgendwann bereuen. Und dann drücke ich mal einfach auf Start. Und ja, ich bin mir sicher. Und da geht's auch schon los. Ein recht kurzes Intro in dem Sinne, aber wir sind noch nicht ganz durch. Es werden uns noch ein paar Videosequenzen begleiten. Ja, ich weiß, wir sollen uns jetzt hier erstmal umsehen. Haben wir nochmal die Gelegenheit, die sehr geile Grafik zu bewundern. Die ist wirklich sehr schön geworden. Jetzt, wo sie auch endlich mit neuer Hardware funktioniert. Wir können uns jetzt hier die, ich denke mal, den Sonnenaufgang ansehen, würde ich behaupten. Und ein paar Flugzeuge. Eine schöne Hula-Figur. Ein paar Instrumente. Aufwachen, Blazkowicz! Sie übernehmen! Ich und schon geht's weiter. Ja, scheiße! Blazkowicz, nach hinten, schnell! Machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell! Ja, natürlich. Wir fangen an und werden sofort mitten ins Geschehen geworfen. Wir dürfen auch nicht zu lange fackeln, weil ich denke mal, dass wir sonst abbrennen werden. Wir sollen nach hinten unsere Treibstoffleitung dicht machen. Wo müssen wir hin? Wie ging das so? Ja, da ist eine Treibstoffleitung. Zange und Draht, sagte er gerade. Ja, stimmt. Wo? Hier ist irgendwo was. Da. Die Treibstoffleitung befindet sich in der kleinen Kammer. Ja, sehr schön für den Treibstoff. Ja. Irgendwie komisch, dass wir den Treibstoff so abklemmen müssen. Okay, warum hat er sich dafür eingeschlossen? Tagebuch, ja, sehr schön. Das möchte ich jetzt aber gerade gar nicht. Geh weg, ich guck mal kurz rein. Tutorials, bla bla. Denn zumindest hier weiß ich noch, was ich tue, halbwegs. Hey, wir haben ein Messer. Was passiert, wenn wir die hinteren zuerst nehmen? Nicht. Alter, das zittert. Los, raus mit dem Mist. Ja, der Vogel steigt wieder. Sehe ich nichts von, dass er steigt. Wir sind immer noch am Wasser.
Ja, spiel du mal mit deinem Messer und steckst dir in den Daumen. Das ist ganz klasse. Wir müssen zurück zum Cockpit und... Wow! Alles klar da hinten? Ja, mir geht's super. Herzlichen Glückwunsch. Werden wir erstmal hier von der Flak beschossen, aber zum Glück nicht zerstört. Was zum Teufel? Feindliche Jäger! Wow! Da! Ja, ja, okay. Wie vielleicht schon in dem ein oder anderen Let's Play oder vor allem im Let's Play Together herausgekommen ist, ich bin ein gewisser kleiner Flugzeugnarr. Und für die, die es nicht wissen, diese Flugzeuge oder zumindest ähnlich wie diese Flugzeuge gab es wirklich. Nannte sich Hort 9, war eine Art Tarnkappenbomber, den die, die unter zu Adolf Hitlers Zeiten gebaut wurde und sollte die Geheimwaffe sein, die den Sieg bringt, was allerdings nicht funktioniert hat. Das nur so nebenbei. Das Teil ist zwar geflogen, aber es kam zum Glück zu spät. Man kann wirklich nur zum Glück sagen, wenn man bedenke, was passiert, wenn ein Regime wie das Dritte Reich tatsächlich einen Tarnkappenbomber gehabt hätte. Direkt vor uns. Ah! What the fuck? Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Das möchte ich jetzt mal nicht leugnen, denn das hätten wir definitiv nicht überleben dürfen. Ich meine, wir waren da unten und frontal ist ein Flugzeug in uns reingeflogen. Wow. Da. Verstehe Ihr Problem, Kontrolleur. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle zieht sich wie ein Ziegelstein. Danke, Burger, für die... Kontrolleur, bitte kommen! Kontrolleur! Scheiße, das ist ein Truppentransporter. Kontrolleur, bitte kommen! Bitte kommen, Kontrolleur! Ach ja. Preskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten, dann tun Sie, was ich sage. Du hast doch wohl nicht das vor, was ich denke, was du vorhast, oder? Fertig. Dann los. Bist du total bescheuert? Na natürlich. Wow. Holy fuck, wir sind echt härter im Nehmen als erwartet. Mit Anlauf springen, yay! Ja, ich hab sie. Nur mal so nebenbei, das war das zweite Flugzeug, was wir in die Fresse gekriegt haben. Ja, ja, gleich. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Wieso sehen wir noch so gut aus? Wir wurden gerade von zwei Flugzeugen getroffen. Was? Medipit. Wir sollten uns zwar eigentlich beeilen, aber wir lassen uns mal ein bisschen Zeit und gucken uns hier um. Medikit. Hey. Noch ein Medikit. Oh Gott! Oh Gott!
Was jammerst du so? Mit Freude. So hört man, hilft man jemandem hoch. Jetzt nicht aufhalten, Fergus. Ist es vorbei? Wir werden den Krieg verlieren. Bei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. Wo ist Anchorman? Ende. Gott, ein Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Ist das da die Basis? Gleich klar, es wird eine harte Landung. Ich kann nicht ziehen. Wow. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oh ja, der einsame Held wird uns retten. What the fuck? Verpiss dich, du blöder Blechköter. Mayday, Mayday, hört mich jemand? Ha, was? Da, Funk. Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blasco, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Blasco, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Okay, wir sollen da mal eben rüberkommen. Sehr witzig. Ha, was, was? Schwimme zu... Ja, sehr gut. Patz. Ein Medikit. Ah. So, jetzt aber. Wir mussten jetzt rennen und gleichzeitig crouchen. Das ist auf Totenkopfbiestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Auf Shift und Steuerung gleichzeitig zu drücken geht zwar, aber das Ganze auch noch getimed hinzukriegen, dass man dann auch wirklich croucht und gleichzeitig rutscht, das ist schon ein bisschen schwieriger. Okay, ich hoffe, wir schwimmen in die richtige Richtung. Und können lange genug die Luft anhalten, um rüberzukommen. Oh, ich glaube, das ist ein Nein. Es wird nämlich langsam dunkler auf meinem Monitor. Eben schnell hoch. Und schnell wieder runter. Aua. Schwimmen! Ich will nicht nochmal auftauchen müssen. Da oben fliegen mir viel zu viele Kugeln. Oh. Was? Hoch da! Oh. Haha, jetzt haben wir wieder eine schöne Waffe. Ein wunderschönes Geschütz. Noch jemand? Wie, das war's schon? Die zwei Töne nur? Na super, jetzt laufen wir hier so drum. Das ist ja super. Beruhigen Sie sich, Zeitgeist. Okay, Blasco. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumstrand vielleicht lebend überqueren können? Oh ja, sag an. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Ach so. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Hör genau. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute.
Bereit machen für Deckungsfeuer. Ich muss zugeben, ab hier spiele ich blind und wir sollen jetzt mitten durch dieses MG-Feuer da vorne hinrennen und hoffen zu überleben. Und das tun wir jetzt auch. Einfach rennen. Oh, puh. Da kommen wir nicht hoch. Okay, wir müssen hier runter. Hoffe ich, glaube ich, irgendwie so. Okay, sehr gut. Und Crouch. Muni. Das Ding sieht automatisch aus. Es ist automatisch. Wie schalte ich es aus? Hat das funktioniert? Das hat funktioniert. Nehmen wir noch ein paar mit. Okay. Ich habe da jetzt zwar wen ausgeschaltet, habe aber keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen sollen. Oh, ach, da können wir hoch. Okay. So, hoch da. Hoch da, los. Die Tür ist jetzt nämlich offen, gerade war sie zu. Okay. Ich glaube fast, wir kommen da doch nicht hoch. Kommen wir hier irgendwo raus? Hier zum Beispiel? Eher nicht, so wie es aussieht. Keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh! Da haben wir ein Loch drunter gesprengt. Sehr gut. Dann nehmen wir den Weg. Oh! Na, das ist ja praktisch, so ein Luftschacht. S. Alt und S. Was zum Teufel? Was ist das denn für eine Tastenkombination? Das muss ich unbedingt umlegen. Das geht ja überhaupt nicht. Du nicht mehr. Ein Helm. Den nehmen wir doch gern. Noch jemand? Okay. Mein Gott! Komm raus da! Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Bin aber nicht sicher. Hier haben wir ein bisschen Strom. Nehmen wir alles mit, was wir mitnehmen können. Wie viele Helme können wir eigentlich mitnehmen? Das ist einfach nur Rüstung? Komm raus! Ich glaube, er hat keine Lust, da rauszukommen. Muni, her damit, nehmen wir immer. Dann gehen wir nochmal hier die Schleife oder gehen wir erst da hoch? Mehr Muni. Ja, dieser Strom. Wollen wir doch erstmal sehen, ob du mich hast. Was? Ha! Komm schon!
Medikits. Irgendwie doof, dass man die Dinger nicht mitnehmen kann, so wie es aussieht. Man kann die nur benutzen sofort. Haben wir hier nicht noch irgendwo was? Irgendwas muss doch hier noch sein. Sollen wir das Ding auch noch ausschalten oder nicht? Muni? Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich nichts gebracht haben, das war totale Verschwendung, aber egal. Kann ich jetzt eh nicht mehr rückgängig machen. Okay, dann gehen wir mal nochmal kurz zurück, weil ich denke mal, wir sollen da weitergehen. Oha. Von denen kann man ja nicht genug umbringen. Ich glaube, da hat niemand was dagegen, dass wir hier Nazis töten. Komm schon. Okay, 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 okay. Ich hoffe mal, der Elektrozaun hält uns die Viecher vom Hals. What the fuck, ist das ein Riesenvieh? Waffe. Ist das Viech riesig. Heilige Scheiße. Okay, wir gehen hier lieber nicht lang. Stellen uns da vorne mal safe. Und ich würde sagen, wir sind hier halbwegs safe und dann jetzt auch schon am Folgenende angekommen der ersten Folge. Da liegt noch eine Handgranate, die nehmen wir noch mit. Okay. Und ich würde mal sagen, das war die erste Folge des neuen Projekts von Wolfenstein. Hoffen wir mal, euch hat es gefallen und ihr seid auch bei den weiteren Folgen dabei. Dann würde ich mich erstmal verabschieden und sage bis morgen. So vieles hat sich verändert. Ich war zu lange weg. Sie hatten die Bombe zuerst. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie haben alle unterworfen. Sie haben unsere Freiheit geraubt. Niedergerissen, was über Jahrhunderte entstanden ist. Sie haben die Welt mit ihrer Macht terrorisiert. Millionen versklavt. Aufstände, Rebellion, Widerstand, zerquetscht unter ihrem eisernen Stiefel. Sie schreiben die Geschichte neu, prahlen mit ihrer Macht. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Aber das ist ein tödlicher Fehler.